Hallo Leute, heute möchte ich euch dieses Armband hier zeigen. Das ist wieder eine Makramee-Technik mit einem verstellbaren Verschluss hinten. Man kann diese Variante auch ganz anders machen. Zum Beispiel hier habe ich zwei von diesen Perlen genommen, dann sieht es eben so aus. Ich habe es auch schon in einer anderen Farbe gemacht. Und dasselbe System funktioniert auch bei diesem Armband. Es sind halt einfach größere Perlen. Und ich habe auch schon so eins gemacht. Wenn ihr genau dieses Band machen möchtet, dann braucht ihr dafür zwei unterschiedliche Baumwollkordeln. Die haben einen Durchmesser von 1 mm und sind gewachst. Von dem roten, also das, was außen ist, braucht ihr 100 cm. Und das nehmt ihr dann noch doppelt. Und von dem dunkelblauen, was ich innen habe, solltet ihr das einmal um euer Handgelenk nehmen können, ganz locker, und noch etwas Abstand für den Verschluss lassen. Und das muss dann auch nochmal doppelt genommen werden. Außerdem braucht ihr natürlich Perlen. Ihr könnt da bunte nehmen oder silberne. Und ich persönlich habe jetzt für dieses Video diese ganz kleinen Perlen genommen. Das sind Quetschperlen mit einem Durchmesser von 1 mm. Ihr braucht wie immer einen Kleber, der transparent ist, sodass man es nach dem Trocknen nicht mehr sieht. Eine Schere und etwas zum Abmessen. Der erste Schritt ist, das Band zu halbieren. Das heißt, dass hier oben eine Schlaufe entsteht. Das ist gleich lang unten. Und genau dasselbe macht ihr auch mit dem blauen Band, dass hier oben eine Schlaufe entsteht. Halbieren. Das blaue Band braucht ihr zuerst. Das legt ihr so hin und messt ungefähr so 5 cm ab, die ihr dann noch für den Verschluss braucht. Dann nehmt ihr euer rotes Band, also das längere. Legt es hier einmal drum und fangt sofort mit dem ersten Knoten an. Ihr könnt das Band jetzt mit einer Sicherheitsnadel irgendwo befestigen, aber man kann es auch einfach so in der Hand halten. Ich mache jetzt zuerst noch 3 weitere Knoten, um einen schönen Anfang zu bilden, bevor ich mit den Perlen beginne. Das heißt, am Anfang habe ich jetzt 4 normale Knoten. Und wer die Technik jetzt noch nicht kann, dem verlinke ich das Video dazu nochmal hier. Und ich schreibe es auch nochmal in die Infobox. So, meine ersten 4 Knoten habe ich gemacht. Und jetzt kommen die Perlen an die Reihe. Ich nehme sie mir hierher. Und dann muss man hier nochmal ganz genau an den Knoten ranschauen. Es gibt hier eine Seite, die hat hier so einen Steg vorne und eine Seite, wo das Band gerade rausschaut. Die Perle muss jetzt immer da aufgefädelt werden, wo dieser Steg hier vorhanden ist. Ich zeige euch noch einen Trick, wie es leichter geht, die Perle aufzuziehen. Und zwar nehmt ihr euren Kleber zur Hand und steckt da euer Ende einmal kurz rein. Und dann wischt ihr mit den Fingern das hier einmal so ab. Das bewirkt, dass das Ende unten nicht aufgeht und so die Perle leichter drauf gemacht werden kann, da die recht klein sind. Die ziehe ich jetzt auf und kann an meinen nächsten Knoten beginnen. Beim Knoten muss ich jetzt nur darauf achten, dass die Perle hier nicht an der Seite bleibt, sondern sie so nach vorne schieben, dass sie eben in der Mitte liegt. So. Und wenn man es dann festmacht, kann man es auch nochmal zurechtrücken. Dann mache ich einen normalen Knoten zwischen rein. Und dann kann die nächste Perle aufgefädelt werden. Dann nehme ich wieder das Band an der Seite, eine Perle
Fädel sie auf. Ziehe sie bis ganz oben hin. Und dann kann ich den nächsten Knoten machen. Wieder darauf achten, dass die Perle in der Mitte ist. Und dann mache ich den nächsten Knoten. Und das ist eigentlich schon die ganze Zauberei. Ihr macht immer einen Knoten mit Perle und einen Knoten ohne Perle. Bis kurz vors Ende, wo ihr dann nochmal 4 normale Knoten macht, wie am Anfang. Das Ende bedeutet, das Armband passt um euer Handgelenk rum und es ist noch ein bisschen Platz frei für den Verschluss. Und wie ihr bereits am Anfang gesehen habt, man kann auch andere Perlen benutzen oder auch 2 von diesen Perlen einfädeln, dann hat man auch andere Variationen davon. So, das sind jetzt meine 4 letzten Knoten. So sieht das Armband jetzt aus. Jetzt schneide ich die Randbänder hier ab, ganz dicht am Knoten, auf beiden Seiten. Nehme jetzt wieder meinen Kleber zur Hand und tropfe hier ein wenig Kleber drauf. Ich verschmiere das immer noch ein bisschen mit den Fingern, damit das etwas schöner aussieht. Und hier am anderen Ende, wo wir am Anfang die Schlaufe gelassen haben, diese Schlaufe kann man jetzt aufschneiden. Und jetzt sind wir bereit für den Verschluss. Dafür müsst ihr zuerst die beiden Enden so parallel zueinander legen. Dann nehmt ihr ein Reststück von eurem roten Band und macht genau die gleichen Knoten jetzt nochmal. Allerdings halt nicht mehr so viele, sondern nur 4 Stück. Ein ausführliches Video dazu gibt es auch noch. Das verlinke ich euch hier oben in der Ecke und in der Infobox. Dann ist wieder genau dasselbe Spiel. Den Knoten, den letzten, ganz, ganz arg festziehen. Und nah an Knoten die Bänder abschneiden. Und einen Tropfen Kleber drauf tun. Hierbei müsst ihr nur darauf achten, dass es die mittleren Bänder nicht berührt, weil sonst lässt sich der Verschluss nicht mehr verschieben. Und zum Abschluss mache ich jetzt hier an die abstehenden blauen Bänder noch Perlen dran. Allerdings finde ich die gerade ein bisschen lang, deswegen schneide ich die jetzt auf eine Länge ab. Ich mache das Band dazu ganz zu, damit ich sehen kann, ob die dann auch wirklich gleich lang sind. Und ich finde, so ein Stück reicht. Und um jetzt die Perlen wieder leichter drauf zu bekommen, tunke ich die jetzt alle nochmal in den Kleber rein. Dann brauche ich wieder die Perlen, um auf jedes der 4 Enden hier eine drauf zu machen. Und dann mache ich hier oben einfach einen Knoten rein, damit die Perle nicht wieder runterrutscht und der Verschluss auch nicht wieder aufgehen kann. Das mache ich jetzt mit allen anderen 4 auch noch. Wenn ihr das erledigt habt, dann seid ihr auch schon am Ende angelangt. Jetzt habt ihr ein schönes Perlenarmband mit einem verstellbaren Verschluss. Ich würde mich riesig über eine Bewertung freuen. Ihr dürft auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Außerdem dürft ihr mir auch gerne Kommentare und Anregungen schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid.